Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Es ist Mittwoch. Allerdings ist es ein bisschen spät geworden, muss ich auch sagen. Aber besser spät als gar nicht. Und ihr hört es vielleicht schon. Ja! Ich kann laut brüllen und es passiert nichts mit meinem Mikro, denn ich habe mir ein neues Headset gekauft. Aus lauter Verzweiflung, weil ich keine vernünftigen gefunden habe, die an den Ohren nicht so warm sind und die trotzdem gute Qualität haben, habe ich jetzt einfach wieder das alte hier, was jetzt im Mülleimer liegt, das habe ich mir einfach nochmal gekauft. Und ich finde, 17 Euro sind einfach gut angelegtes Geld, weil es ist bequem und der Sound klingt vernünftig und authentisch. Und ja, ich bin glücklich. Ich habe diese Problematik endlich beseitigt. Jo, momentan läuft bei mir relativ viel Altes live. Wir farmen da wie die Weltmeister. Es macht mir einen Heidenspaß, irgendwie so Virtual Reality, Geld zusammenfarmen, Drogen anbauen, abbauen mit dem Heli. Wir haben jetzt den ersten Heli, aber das interessiert euch alles nicht, weil ihr jetzt WoT sehen wollt. Aber da wird in der Zukunft werden noch viele spannende Sachen kommen. Das Feedback war ja ganz okay. Also was heißt ganz okay? Ganz offen. Und ich denke, man sollte als YouTuber auch nicht nur irgendwie eine Sache bedienen, sondern halt irgendwie mehrere Sachen. Und dann kann ja der ein oder... Ah, ich finde auch Kritik ganz schön. Also, das ist immer ganz gut zu wissen. Ich bin ja kein Hellseher, keine Ahnung, was ihr sehen wollt. Also, und mir machen verschiedene Sachen Spaß. Und jetzt ist es halt rauszufinden, was euch Spaß macht. Denn dafür bin ich ja da, um euch Spaß zu bescheren. Ja, ihr seht schon. Ich fummel hier mit meiner Maus an meinem... Eigentlich ist es mein Lieblingstank, weil der T110 E5 einfach so krass gebufft wurde, ich weiß nicht, im letzten Patch oder vorletzten Patch, dass es einfach schon auf keine Kuhhaut mehr geht und man kommt auf Distanz, wenn man nicht echt Gold schießt und richtig Plan hat, wo man hinschießen muss, nämlich hier in die Ecken von der Wanne, von der unteren und ja, wenn ihr genau hier den Turm hier unten, hier vorne... der ist schon scheiße krass. Der ist schon bouncy ohne Ende. Hat fette Ketten auch. Kann also durchaus so sidescrapen an einer... nein, lieber Steiner, ich mache ein Video. Ich kann nicht in deinen zukommen. So an der Hausecke, also hier Hausecke und so sidescrapen. Ist wunderbar mit dem. Der frisst mit den Ketten wahnsinnig viel. Und ja, ein ich bin da über ein Game bei Watch Replays gestolpert und... ja, es hat ein bisschen was Abprallschaden und deswegen wollte ich euch das gerne mal zeigen, weil ich es lustig fand. Ja, T110 E5 Lüftung habe ich drin, Brothers in Arms. Ansonsten die normale Heavy-Skillung, die ihr hier seht. Nichts Besonderes. Ich habe eine relativ gute Crew in dem, weil amerikanische Crews halt schon relativ lange bei mir in der Garage sind. Der ist cool. Aber das ist jetzt schon wieder zu viel Gelaber. Jetzt kommen wir einfach mal ins Gefecht. Also, macht's gut, bis gleich. Jawollo, da sind wir. Und zwar mit dem Dalnoboy. Dalnoboy. Keine Ahnung, wer Dalnoboy ist, aber er ist ein Fahrer, der den T110 E5 ganz gut stellen kann und ganz gut, ja, er farmt ganz gut Abpraller. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja ausgesprochen lustig, was ich da gerade sehe. Er hat genauso wie ich ein Kleeblatt auf das Viech geklebt. Ja, könnte eventuell damit zusammenhängen, dass momentan relativ viele Leute mit dem T110 E5 sehr gut klarkommen. Weil er, ganz ehrlich, einfach mal übertrieben bouncy ist. Das ist auch schon wieder Wargaming. Könnt ihr nicht mal irgendwie eins seriös machen? Nicht immer in irgendeine Richtung übertreiben? Also irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist schon wieder... Naja, wir gucken uns das gleich mal an. Aber das ist schon wieder nicht mehr okay, wenn ein Tank so bouncy ist. Weil ihr wisst es vielleicht selber, habt es vielleicht schon mal mitbekommen, wenn du irgendwie den Tank echt gut winkeln kannst, dann... ja, seht's euch an. Übrigens, ich erzähle euch gleich nochmal was. Ja... Da, natürlich könnte man sagen, ja, die Jungs sind auch nicht so mördergeskillt, die ihm da gegenüberstehen, aber Kit up, würde ich sagen. Kit up, ja. STI 1, wie auch immer. Jo, läuft.
läuft sozusagen mit den Abprallern hier. Ich habe mir vorhin angeguckt und mir sind irgendwann. Es ist, ich habe auch noch eine nette Einlage für euch, aber das spiele ich gleich nochmal ein. Das ist, ja, das ist, ah, Quatsch, ich spiele das jetzt einfach mal ein, weil ich fand es irgendwie lustig. Ja, irgendwie. Doch, eigentlich könnte man einen Song draus machen, ne? Also, der Dino Boy tut hier auch, tut hier gar nicht so einen ultra krass wichtigen Job, geskillten Job machen. Ja, gut, da, aber egal! Er hält hier auf jeden Fall die ganzen Gegner in Schach. Und, ganz ehrlich, okay, T-57 Heavy muss man auf die Wangen schießen. Das sollte man aus der Distanz eigentlich hinbekommen, gerade wo er die so schön zeigt. Aber was natürlich auch geht, aus dem Winkel oben auf die Wanne vom T-30. Alles möglich. Der T-57 Heavy baut sich an ihm schon die Pest. Also, läuft. Dino Boy, läuft. Ist natürlich auch, wir gucken uns das an. Wie er hier steht, das ist natürlich auch, wir gucken uns das mal an. Hier hat er natürlich auch noch den Berg, der nach unten ihm natürlich auch die Wanne versteckt. Ne? Die Jungs sehen von da unten nur seinen verkackt bouncigen Turm. Und das ist natürlich, jo, ich würde mal sagen, 17 Abpraller schon in einer Reihe und er ist noch volles Leben. Läuft bei Dino Boy, läuft bei ihm. Ja, bei, ja, beim M103 läuft es nicht mehr, denn er ist zurück in der Garage. Unser Freund im E5 hat immer noch volles Leben. Mittlerweile 22 Abpraller. 22 Abpraller. Ja, und ein Flyer, der gar nicht gut gezielt war, aber trotzdem durch die IS-3 durchgeht. Nun ist allerdings auch, muss man ganz ehrlich sagen, die, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, Präzision von der Kiste und zusammen mit der, nebenbei kleiner Einwand, 27 Abpraller und keinen Schaden bis jetzt bekommen. Pim, pam, pim, pom. Unglaublich. 31 Abpraller, kein Schaden. Nein, nein, hat keinen Schaden. Mm-mm. Hat aber schon 4000 Schaden rausgerockt, ne? Ja. Das hätte ich mir nebenbei gespart, weil das Ding ist einfach... ich glaube, wir werden es nachher auch sehen. Oh, da hat er Glück gehabt. T30 hat die kleine Kanone. Die Jungs packten nachher einfach auch HE aus, weil die sind einfach satt. Die sind... Die kotzen im Strahl. Die, Jo! Also wir haben mittlerweile 34 Abpraller, ja, nur mal so, korrigiere ich, 35. Läuft an der Ecke, läuft an der Ecke. Das restliche Team funktioniert auch. Und die Jungs, naja, ich meine, klar, wir, ja. Es war, waren schon die besseren Player bei ihm im Team, aber trotzdem ist 40 Abpraller. 40. 40. 4. 0. Korrigiere 41. Läuft. So, das war, ja. Der T28 Prot macht das einzig für ihn Vernünftige. Er lädt HE. Weil, ja. So, den T57 Heavy nicht versenkt, was gefährlich werden kann. Und insofern die einzig wahre, wahre Aktion, den wegrammen. Weil, hat nur noch wenig. Ja, er kriegt hier teilweise mehr Schaden von den Jungs, macht sich mehr eigenen Schaden, als die Jungs ihm Schaden machen. Also immer noch über die Hälfte ist sozusagen alles möglich. Er ist aber auch echt, also ich habe nicht nachgeguckt, wie viel er schon auf dem schönen Map Awareness, wirklich sehr gut, einfach sehen, dass das Objekt ist gefährlich und muss... Okay, jetzt ist es ein bisschen weird, weil der bounced ja sogar irgendwie, wenn er nicht von, ja, nicht von vorne schießt. 10 Schaden vom Proto. So, jetzt sehen wir halt auch, was macht ihr mit dem Kollegen hier, wenn ihr, ja, wenn ihr nicht bedamaged werden wollt, ihr zappelt mit dem Turm rum. Denn, das ist einfach, ja, das ist... Hatte ich schon gesagt, dass er 52 Abpraller hat? Nö, ne, aber läuft für ihn.
Mittlerweile hat er auch keine normalen Muni mehr. Ah, das war armselig geaimt. Aber ja. Okay. ST. Was willst du? Ah, du willst abprallen. Ich verstehe, dass du abprallen willst, denn abprallen ist das einzige. Och, ey. Den hättest du haben müssen. Den hättest du haben müssen, Kollege. Denn jetzt wirst du ihn wahrscheinlich nicht mehr. Oh, doch! 15 zu 8. Kein unglaublich strategisches Spiel. Aber mal ganz ehrlich, wenn man mit einem Tank Monster viele Abpraller hat und wenn man dann auch noch 7.500 Schaden rausrockt und einfach mal da oben die komplette Ecke gegen alles das, was dort nicht so Mörder geskillt, aber gegen all das, was dort kommt, aufhalten kann, dann hat man schon einen vernünftigen Job gemacht. Muss man einfach so sagen. Denn, ja. Ich fand, es war ein schönes Beispiel, euch allen mal zu sagen und zu zeigen, wenn ihr noch mal einen absoluten Abprall-OP-Tank fahren wollt, dann levelt noch schnell zum T110 E5. Denn ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie Wargaming das jetzt noch ein halbes Jahr, ein Jahr so lässt, weil ich fahre den auch total gerne und ich kann mit dem nicht besonders umgehen. Und du kannst teilweise, wenn da hinten ein Gegner ist und du sagst, ach, okay, da steht der eher in 100, für den brauche ich noch drei Schüsse, ich fahre mal einfach auf den zu. Und meistens geht das gut, weil das Ding einfach rotzviel abbounced und alles, was vom Gegner nicht durchgeht, wenn so ein E100, ich hatte das neulich, wenn so ein E100 halt bei dir bounced, dann ist er einfach mal, kommt auf die Gun an, aber zwischen und 20 Sekunden ist er dann da irgendwie, nee, 20? Was hat denn der E100 von Reload? 16? 17? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall deutlich länger als ihr mit euren 8 oder 9 Sekunden. Und insofern T110 E5, meine absolute Empfehlung. Eine absolute Empfehlung der Unfairness momentan. Aber es macht Spaß. Und ich fahre nur Tanks, die Spaß machen. So, nochmal, bevor die ganzen WoT-Hater wieder auf mich einprügeln, ich sag nur so viel, dass ich hier eine Installation habe mit den Mods, die vielleicht auch anrüchig sind oder verboten sind oder wie auch immer, heißt ja nicht auch automatisch, dass ich mit denen spiele, sondern es gibt eine Einstellung, die ich für die Replays benutze, wo man halt sehr schön sieht, woher der Beschuss kommt, wie lange jemand noch nachgeladen hat, weil es einfach interessant ist, das in die Strategie manchmal mit einzubinden. Wenn man sagt, ja, guck mal, der Player hat hier echt Plan, dass der da hinten noch so und so viel Reload hat. Und denn mal ganz ehrlich, mit den ganzen Mods und sowas, man kann auch, wenn man Ahnung hat, dann weiß man halt, dass ein T110 E5 zwischen 8 und 9 Sekunden Reload hat. Da brauchst du den Reload-Timer nicht unbedingt. No? Und insofern, ja, es muss nicht unbedingt heißen, dass man mit diesen Mods auch auf den Servern spielt, sondern man kann sie auch zum Replays abspielen benutzen. Denn man muss nur auf dem Verzeichnis, wo man die Mods hat, muss man einen Ordner abändern und schon kann man werden diese Mods nicht mehr verwendet, wenn man das Live-Game startet. Alrighty. Was aber eigentlich das Spannende und das Interessante ist, ist die Gefechtsauswertung. Das gucken wir uns mal an. Gefechtsauswertung und ja, wer hätte es anders erwartet? Gemastert das Gerät. Einen ordentlichen Batzen Blech. 100.000 Credits hat er bekommen. 2.000 XP. Was ich wirklich schön finde, hat man nicht so oft, die Cool-Headed. 10 Abpraller, die nicht penetrieren. Also ich meine, Cool-Headed kriegst du, wenn zum Beispiel ein T1 Cunningham auf dich schießt, weil er im falschen Match war oder ähnliches. Aber sagen wir mal, 10 Schüsse in Reihe abgeprallt, ist schon geil. Weil, naja, wenn die Jungs Plan haben, nehmen sie halt eben auch HE und dann hast du kein Cool-Headed. Aber sehr geil. Natürlich die Steel Wall und High Kaliber, weil, wie soll es anders sein? Er hat 7.500 Schaden gemacht, 5 Kills und hier ist der lebende Beweis. 14.000 Abprallerschaden. Das ist geil. Es läuft für ihn. Kann man Missionen machen mit dem Gerät. Denn 14.000 Abprall sind 14.000 Abprall. Und ja, unglaublich. Natürlich macht man dann, wenn man auch das Gold verschießt, wenn man keine normalen Muni mehr hat, miese. Kein Goldtank. Aber das ist schon geil. Also, es ist schon krass, was der momentan kann. Ja, und wenn ihr die Erfahrung auch gemacht habt,
oder auch nicht gemacht habt oder wisst, wann der genervt wird oder vielleicht wird er noch weiter gebufft. Das ist ja noch eine präzisere Gun. Nein, kleiner Scherz, der wird natürlich nicht gebufft, weil das wäre dann einfach mal zu viel des Guten. Aber mein favorisierter Zehner momentan von den Heavies. Ihr wisst ja, sonst bin ich eher Med, aber der ist so ein Zwischending auch, finde ich, der T110 E5. Der ist mobil genug und also er hat halt eben diesen Bounce-Vorteil und das ist schön. Das fährt sich angenehm. Hat man Spaß, hat man ein Grinsen im Gesicht und Grinsen im Gesicht ist für WoT gar nicht so verkehrt. Macht's gut, bis spätestens zum nächsten Mittwoch oder am Wochenende aus dem anderen Bereich noch was. Macht's gut, ciao, ciao.